Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video, und zwar zur RAT, also ich denke mal RAT, nicht RAT, sondern RAT, ne doch, hier ist jetzt ohne Punkte. Auf der Verpackung war mit Punkte, hier ist jetzt ohne Punkte, also RAT Pro S3 oder... Auf der Verpackung, wie gesagt, da sind Punkte. Seht ihr das? RAT Pro S3 oder man kann es sehen als RAT Pro S3. Also was davon jetzt ist, richtig ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir sie uns jetzt erstmal so ein bisschen angucken werden. Packen wir sie erstmal hier aus. Dann kriegen wir sie jetzt hier raus, ohne dass sie kaputt wird. Ah, so. Rausklicken. So, wie gesagt, das hatte ich im Unboxing schon gesagt, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass der Kabel die Sleeve ist und die Kontakte sind vergoldet. Der USB ist vergoldet. Und der Kabel ist gesleeved. So, wenn ihr die Maus dann halt bestellt, habt ihr praktisch, wie gesagt, die Maus drin, was wir gerade ausgepackt haben. Dann die Anleitung ist mit bei. So ein kleines, ja, technischer Hinweis. Und so wie früher, wie wir gewöhnt sind, auch die Aufkleber sind mit bei, auch wenn ja, das eigentlich jetzt ein neues MadCuts ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es von den gleichen Entwicklern ist oder von den gleichen Leuten wie früher ist, aber MadCuts ist auf jeden Fall wieder da. Sehr leicht ist, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass es mit den Ecken so ein bisschen doof ist, aber... Fühlt sich ganz gut an. Ah, hier hinten können wir das dann noch ein bisschen rausmachen. Können wir uns ein bisschen ergonomisch anpassen. Ah, das können wir so ja komplett abmachen. So, könnt ihr das mal sehen, praktisch hier. Können wir dann einfach wieder reinschieben. Na, noch ein bisschen weiter rein. Nee. So mittig. Mittig ist für mich okay. Ja, das ist ein schönes Erlebnis. So, dann haben wir hier vorne einen Knopf. Also hier steht dann schon mal RAT S3. Ich glaube, soll GTI oder GI, keine Ahnung. Rad. Und hier unten haben wir dann noch so Zeichnungen. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt eine LED drin ist, ob das leuchtet, ob das irgendwie Kontakt kriegt. Kann ich euch jetzt nicht sagen, das gucken wir uns dann nachher an. Ach, okay. Ah, okay. Also das ist ja cool, das habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt. Das kann man sich anpassen. Also man muss es nicht gerade reinmachen, so wie man es denkt. Man kann die auch schräg reinmachen, wenn man jetzt eher so zum Beispiel die Maus immer so von der Seite macht. Ja, ich werde euch mal ranzoomen, dann seht ihr das ein bisschen besser. So, kann man das hier so schräg machen. Und dann für die Leute, oh, das finde ich aber auch echt angenehm, muss ich sagen. Oder wir machen, wie gesagt, ganz gerade. Nee, das ist nicht ganz gerade. Ach, mit solchen Mechanismen habe ich das immer so. So, jetzt ist er komplett gerade. Und wir können das jetzt praktisch hier nach hinten raus machen. So, und wenn wir jetzt sagen, ja, das ist ganz okay. Ich bräuchte vielleicht ein bisschen weiter links. Kann man gucken, wie weit. Kriegt man das nach links? So weit. Und dann geht es aber auch nicht weiter rein, ja. Dann hat man das halt so. Aber ich denke mal, das ist eher dafür gemacht, dass man das nur leicht variieren kann. Ja. Jetzt habe ich so eine leichte Steigung hier drin.
Ich glaube, ich lasse ja dieses Angewinkelte. Finde ich ganz angenehm. Ja doch, ich lasse das Angewinkelte. Das finde ich echt angenehm. Das ist wirklich minimal nur angehoben, aber es macht wirklich einen angenehmen Eindruck. So, also dann haben wir hier nochmal an der Seite Rad S3 stehen. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt drei Knöpfe. Oben, so wie wir von der Gaming Maus kennen, halt linken Knopf und wartet, linken Knopf, rechten Knopf. Also den kann man über die ganze Fläche logischerweise benutzen. Das seht ihr auch, wartet. Seht ihr, wie trainiert? Und hier halt auch. Und dann haben wir hier unten noch da ohne einen Knopf. Dann logischerweise linke und rechte Maustaste, ist ganz klar. Und dann halt hier das Rad. Und eine Taste. Also wir können jetzt nicht hoch runter gehen. Wir können nur durchklicken, denke ich mal, die Geschwindigkeiten. Das werden wir uns dann mal angucken. Auf der Unterseite haben wir 5 Gummis. Das finde ich gut. Also wir haben nicht nur oben und unten, nein, auch, wo ist es? Da. Auf der breiten Seite haben wir auch noch ein Gummi. Das finde ich sehr gut. Ah, Profil. Hier haben wir dann noch einen Knopf. Seht ihr das? Da, wo ich den Finger habe. Da können wir mit Drücken die einzelnen Profile durchklicken. Also gehen sie uns nicht auf den Sack, weil ja, Profil wechseln, irgendwo hier ein Knopf versteckt ist. Nein, wir haben den hier unten. Und dann leuchtet da, denke ich mal, eine Lampe auf, welches Profil wir haben. Finde ich saugut. Also geht es uns schon mal schön nicht auf den Sack. Dass wir aus Versehen rankommen. Oh, falsches Profil. So, der Kabel ist auch mit, ich weiß, der Kabel, das heißt das Kabel. Aber ich sage immer der Kabel. So, ist auch hier mit so einem Klettband zusammen. Könnt ihr auch, wenn ihr jetzt halt wieder verstauen oder wenn euer PC neben euch steht oder Laptop oder was weiß ich und ihr braucht es halt nicht so lang, dann könnt ihr dann auch gerne so ein bisschen wieder zurücknehmen. Also praktisch, ich zeige es euch jetzt hier vorne, bei der Maus, aber eigentlich schiebt ihr das Klettband dann praktisch durch zum USB. Ja? Obwohl, ich zeige es euch mal mit dem USB. So. Macht sich besser. Sonst kommen vielleicht noch Fragen, kann man das Klettband denn bis da hinten hin überhaupt schieben? Ja, man kann es. Das ist bei jedem Gerät so, wo ein Klettband dran ist, was zum Kabel eigentlich sein sollte. Das ist eigentlich so. So, und dann machen wir dann einfach hier wieder so zusammen. Ich mache mal jetzt hier so eine Strecke, wo ich sage, ja gut, mein Laptop steht neben mir. Ja, immer geht noch. So. Also das ist jetzt so eine kurze Strecke vom Kabel. Wie gesagt, das andere ist alles hier. Wenn ihr jetzt den Laptop direkt neben euch habt, da braucht ihr keine lange Strecke. Und ehe der Kabel dann überall rumfliegt und ihr euch darüber aufregt, nehmt ihr dann eine Klettband. Weil da habe ich schon ein paar Mal Fragen gekriegt, wozu ist denn diese Klettband da, wenn, ich weiß ja nicht bei welchem, bei was das war, bei Android Box oder irgendwas für ein PC oder so. Dann macht er das wieder so zusammen. Und dann kommt jetzt so ein Laptop rein. So. Oder halt hinten. Und ihr habt da so ein Stück Kabel. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen und dann könnt ihr immer noch hantieren. Ja? Also ich muss sagen, jetzt so vom ersten Hands-on, vom haptischen Feedback bin ich echt so erstmal schon sehr beeindruckt. Sie liegt wirklich gut in der Hand. Sehr leicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es für den einen oder anderen gut ist, weil ich weiß vom Kumpel, der geht in den Laden seine Mäuse mal holen, weil er nach Gewicht geht. Der mag das eher, wenn die was schwerer sind. Und bei Amazon steht meistens keine Gewichtsangabe und da wenn, dann ist er halt nicht richtig gewesen. Er hat schon 2 Mäuse geholt, da war es falsch. Um, ich weiß nicht wie viel Gramm. Ein paar Milligramm waren es und war halt schon Fehler.
Und ich weiß gar nicht, ob man hier dann auch Gewichte reinmachen kann. Ihr wisst ja, es gibt ja eine Gaming-Mäuse, wo man dann halt Gewichte reinmachen kann. Ich glaube, hier bei der ist es eher nicht vorgesehen, dass da Gewichte reinkommen. Und ich bin mal gespannt, wo die überall leuchtet. So, ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt hier das alles hinten ranhänge und jetzt gleich einen Schlussstrich ziehe jetzt erstmal und ein zweites Hardware-Video mache oder ob ich das hier mit ranhänge. Einen wunderschönen. Da bin ich schon wieder. Euer Odin. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt an das Hands-on von der Maus ranmache oder als separates Video hochlade. Hier ist die Madcatz-Maus, die Red S3 Pro. Ich habe sie noch nicht angeschlossen. Werden es jetzt zum ersten Mal anschließen. Ich mache die jetzt erstmal an USB-Hub hier oben ran, dass wir uns die angucken können. Es leuchtet halt wirklich mehr, als ich gedacht habe. Also es leuchtet hier oben. Das GTI oder was das stand. Dann haben wir da die Punkte, das Rad. Und hier seht ihr da eine Seite hoch und hier oben. Und wenn wir jetzt hier Profil raufdrücken, leuchtet es da rot. Das hat eben nicht geleuchtet. Jetzt blau. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es hier hinten auch leuchtet. Also jetzt lila vor hinten. Und jetzt ist aus. Rot. Also okay, da gibt es immer nur ein Feedback, aber wir lassen es jetzt mal ohne irgendein Profil. Ah, okay, wir können hier. Da haben wir dann die Anzeige, wie schnell es gehen soll. Ich mache mal wieder runter auf das Langsamste. Wo ist meine Maus? Zweiter Bildschirm. So, ich blende mal den zweiten Bildschirm ein. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. So, das ist jetzt praktisch die unterste Stufe. Hier ist nichts an. Jetzt drücke ich einmal rauf. Jetzt habe ich zwei rote Punkte. Ich mache nur leichte Bewegungen. Nochmal. Ich mache die gleichen Bewegungen wie eben. Kleine Kreise. Ihr seht, wie schnell die ist. Und jetzt genau die gleichen kleinen Kreise. Und jetzt gehe ich mal. Fangen wir an. So. Ich bin jetzt am Mauspad auf der ganz weit links und gehe jetzt einmal nach rechts rüber. So, jetzt bin ich mittig vom Mauspad. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück. Drücken wir noch einmal rauf. Ich bin weiter vorne jetzt. Nicht mehr ganz mittig. So. Nochmal. Ja, also da habe ich jetzt kaum noch. Da komme ich nicht mal ansatzweise in die Mitte. So, jetzt machen wir das aber nochmal mit dem anderen. So. Und jetzt. So, da. Ja, also ich habe von der Kante vielleicht so viel Bewegung, bis ich dann komplett am anderen Bildschirmende bin. Das sind, lasst es ein Zentimeter sein. Ein Zentimeter hat die Maus sich bewegt und dann bin ich einmal von einer Seite zur anderen Seite am Bildschirm. Das ist ein 27 Zoll Bildschirm für euch, falls ihr da Fragen habt hier. So, das ist mir viel zu schnell. So, zwei Punkte, ja. Die erste Stufe reicht mir komplett aus. Jetzt gucken wir mal, wie das Feedback ist. Ich habe sie auch immer noch, dass sie hier oben, seht ihr das, dass er so ein bisschen schräg ist. Also nicht gerade, weil wir können das hier hinten ja abmachen. Das hatte ich euch ja vorhin gezeigt. Und dann haben wir das hier gerade. Ich will es aber und eine Stufe so haben. Das hat hier hinten so ein bisschen. Wartet, so. Ach, das macht sich wirklich doof mit dem Gucken. Jetzt seht ihr halt so ein bisschen, dass es hier so schräg ist und nicht weiter runter. So, noch ein Stück raus.
Finde ich ganz angenehm von der Handhabung her. Finde ich echt klasse. So. Auch das Rad fühlt sich sehr angenehm an. Und man hat so ein leichtes Einrasten, so wie ich es mag. Meine andere Maus, die hat kein Einrasten. Die ist, man merkt nicht so ein Feedback, dass man am Rad dreht. Ich weiß zwar, dass ich am Rad drehe, aber man hat halt nicht dieses Feedback, dass da, wie jetzt beim Zahnrad, wlup, wlup, also immer so ein Stück weiterkommt. Und das finde ich halt ein bisschen doof. Hier hat man so ein Feedback, immer wenn man so ein Stück dreht, finde ich ganz angenehm. Und jetzt werden wir mal gucken. Ich werde jetzt einfach mal von meiner SD-Karte die Videos, die wir gerade eben gemacht haben, verschieben ein bisschen hier. So, das machen wir uns auch mal hin. Oh, geht. So. Also von der Haptik bin ich echt begeistert und damit bin ich echt zufrieden. Ich mache das jetzt mal gerade. Gucken, wie sie sich dann anfühlt. So. Ja, das ist auch angenehm. Ich hätte jetzt gedacht, durch die Lücken, die sie da hat, zwischendurch, dass es sich ein bisschen komisch anfühlt und aber gar nicht. Und ich finde auch mit dem Ablegen für den Daumen hier, finde ich echt sehr praktisch. Ich bin auch gleich an den entsprechenden Tasten dran. Und das hier jetzt oben kann ich halt hier zurückgehen. Seht ihr das? Und ich kann auch wieder vorgehen. Ja, das ist mein Ordner für den von den Grafiken. Da war ich vorhin drin und bin von da aus in diesen Ordner gegangen. Und dadurch komme ich da halt immer wieder zurück. Finde ich. Also so vom ersten Haptik jetzt finde ich das echt sehr angenehm. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, weil ich diese bäuchigen Mäuse gewöhnt bin. Aber es macht sich echt gut. Ich mache das jetzt nochmal so leicht schräg. Und so weit raus, wie es geht. Ja. Finde ich echt angenehm. Also mit dem hinten leicht angeschrägten finde ich es echt am angenehmsten. Mein Daumen liegt hier unten drauf, da brauche ich mir keine Sorgen machen, damit da irgendwo auf dem Mauspad ist. Auch von der Schnelligkeit ist die echt okay. Macht auf jeden Fall Spaß, damit zu arbeiten. Da müsste ich jetzt nur noch mal gucken, wegen der Software, ob wir da uns irgendwie eine Software runterladen können. Und vielleicht so ja unser Profil ein bisschen anpassen können. Aber da will ich dann erstmal ein separates Video zu machen. Das ist ja jetzt, wie gesagt, nur hands-on, praktisch erste Erfahrung damit. Ich habe die vorher noch nie benutzt. Ich finde die gut. So, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. Achso, wartet, ich mach das mal so, ist ein bisschen höflicher und sieht ein bisschen besser aus. Ahoi, sagt euer Odin.